Mein Name ist Johann Betten und ich bin Architekt, ausgebildet auf AA in London. Und bevor AA habe ich, ich wollte Medizin studieren. So, das war, weil ich einen Bachelor gemacht in den USA, wo ich habe, es heißt Behavioral Biology gemacht, 4 Jahre. Aber dann, also danach AA, 6, 7 Jahre, denke ich, ich war da. Und dann habe ich so teilweise angefangen da auch zu unterrichten und schließlich habe ich meine Doktorarbeit in Oslo gemacht und dann war ich hier eingeladen in 2001 und angefangen dann mit Pendeln aus Oslo, wo ich war, und in 2004 bin ich hier dann hingezogen. Okay. Du bist ja eine Lehrperson hier an der Städelschule. Was ist die Städelschule eigentlich? Die Städelschule ist, ich glaube, Deutschlands kleinste Kunsthochschule. Es war etabliert, gegründet in 1817. Und das war zusammen mit Städel Museum nebenbei. Die waren dann viel später getrennt. So jetzt ist das Museum und die Hochschule unabhängig voneinander. Und die Städelschule war immer dann organisiert mit Klassen, kleine Klassen. Es ist, wir haben ein bisschen mehr als 200 Studenten im Total zurzeit und in Architektur ungefähr 65. In Kunst gibt es die ganze Ausbildung ist angeboten. Und man wird dann in eine Klasse von einem Professor aufgenommen und studiert bei diesem Professor die ganze Zeit. In Architektur ist man hier nur 2 Jahre und es geht seit 2006 um einen postgraduierten Master. Es ist wie Städelschule generell sehr international. Ich glaube, wir würden uns freuen, wenn wir würden ein bisschen mehr deutsche Studenten haben. Zurzeit gibt es normalerweise 1 bis 2 deutsche Studenten in jedem Jahrgang oder jede Klasse. Klasse. Und wir bieten an dann einen postgraduierten Master, wo Fokus ist auf Architekturentwurf oder vielleicht besser Architectural Design und die verschiedenen Strategien, die man könnte da benutzen. Und das ist ein Fokus irgendwie, wir arbeiten mit einer intensen Auseinandersetzung in Beziehung zu alles, das ist neu, vor allem jetzt in Beziehung zu Technologie, aber im Vergleich mit einer technischen Universität, das ist ganz klar, wir haben eine ganz winzige technische Angebot von Ausrüstung und Werkstätte und so weiter. Und das heißt, dass wir finden diese Balance, wo wir versuchen irgendwie das Entwurf zu verstehen als etwas, das ist disziplinär spezifisch. So, wir arbeiten ganz eng auf was wir definieren als oder wie wir verstehen disziplinäre spezifische Problemstellungen in Architekturentwurfsarbeit. Und wir arbeiten dann auch sehr eng in Beziehung zu alles rund um Ästhetik. Das kommt wahrscheinlich oder teilweise aus dieser Tatsache, dass wir sind in einer Kunsthochschule. Aber nicht nur das. Es ist, wir leben als Architekten sind wir in einer Zeit, wo es gibt einen unglaublichen Fokus auf Technologie und die verschiedenen Optimalisierungsprozesse, dass man kann versuchen zu implementieren in Entwurfsarbeit. Und dann denken wir immer oder dann fragen wir immer, ja gut, aber was sonst gibt es? Und war nicht Architektur immer, Architektur ging immer um etwas mehr oder etwas auch anders. Okay, also die Anforderungen, um hier zu studieren, sind 4 Jahre Bachelor und 2 Jahre Erfahrung in Praxis. Warum ist das so? Ja, das ist vor allem basiert auf diesem postgraduierten Status. Das heißt zum Beispiel, dass wir müssen dann
erwarten, dass Studenten, die kommen hier rein, die kennen sich schon gut aus mit, wie man macht einen Gebäudeentwurf, und am besten haben sie auch eine gewisse professionelle Einsicht in, wie es läuft in ein Büro. Heißt nicht, dass man ist, sag mal, fertig. Und dann, es ist auch ganz schön, auf Deutsch heißt es Postgraduierten Master, hört sich so fast fremd aus. Es ist ein Weiterbildungskurs. Es ist ein Weiterbildungskurs mit einem Angebot, wo man kann sich auf etwas fokussieren. Ich glaube auch, dass Architekturausbildung heutzutage ist so dicht mit Information, Geschichte und Technologie. Es ist so viel zu lernen, dass nach 5 Jahren hat man wirklich nur angefangen. Und deshalb ist es vielleicht leider so, dass diese Postgraduierte oder Weiterbildungskurse, das so wie unsere, die sind ab und zu, man könnte das vielleicht so sehen, dass die sind leider mehr und mehr notwendig, um irgendwie eine Richtung zu finden und als Architekt sich selbst zu entwickeln und wirklich als, mit einer gewissen Reife, Einsicht und Haltung in der akademischen Welt zu kommen oder in den professionellen Sphäre zu kommen. Welchen Einfluss übt ihr, du und Benjamin Berkel, in der Lehre an der Städelschule aus? Ich glaube, das hat sich ziemlich viel geändert über die letzten Jahre. Bevor 2010 gab es nur ein, sag mal, thematisches Angebot. Und ich denke, dass, wenn nicht notwendigerweise ich, aber dass Bens Rolle hier war und Jürgen Studios Arbeit, gilt wahrscheinlich damals mehr als ein Vorbild. Was ist passiert in 2010? Ist, dass wir haben angefangen mit diesen thematischen Spezialisierungen. Wir haben die eingeleitet. Und das heißt heutzutage, dass es gibt also 4 verschiedene Professoren oder Gastprofessoren, die leitet jede eine Gruppe von 7, 8 bis 10 Studenten. Und das heißt wahrscheinlich, dass diese Rolle mit einer Beeinflussung ist heutzutage ein bisschen geringer, als es war früher. Und zum Schluss, für wen ist das Studium an der Städte richtig geeignet? Für welchen Studenten? Oh, ich würde sagen, alle. Wir sind, ich glaube, wenn man hat die Ambition und die Leidenschaft für Architektur, dann glaube ich, dass wir haben etwas ganz Besonderes und toll, das wir können anbieten. Wir haben einmal mehrere Jahre her eine Diskussion mit Studenten gehabt, wo wir haben gefragt, was sie stellt sich vor, dass sie haben hier gelernt. Und eine Studentin aus Russland hat gesagt, dass vor allem eine Denkensweise, das heißt also nicht ein Stil, nicht etwas, das ist eine architektonische Paradigme, ganz einfach eine Denkensweise und eine Möglichkeit, Architektur anzunehmen, architektonische Problemstellungen anzunehmen und die auf eine gewisse Weise durchzusuchen und entwickeln und danach das natürlich auch in eine Entwurfsarbeit umzusetzen. So, wenn man sucht irgendwie eine Vertiefung in architektonische Themen und wenn man sucht eine Vertieferung in oder die versucht oder wünscht sich irgendwie die Fähigkeit, Architektur zu problematisieren, dann glaube ich, dass die Architekturklasse hat viel so anzubieten. Und ich glaube, es geht nicht um einen Typ von Person so und so. Es geht ganz einfach um, was gesagt, wenn man hat wirklich dieses Bedarf und diese Leidenschaft für Architektur.